So, da bin ich wieder und die Schweißnaht von Rockys Hundeanhänger verabschiedet sich gerade. Man sieht es hier, da ist schon komplett gebrochen und hier unten, oh, da ist echt nicht mehr viel Substanz dran. Also das wird hier sehr bald vollends den Geist aufgeben, diese Strebe. Hier drüben hebt es, glaube ich, noch. Ja, dann sieht es noch ganz gut aus, ist noch alles ganz. Aber ja, auf einem Bein kann man nicht stehen. Und weil ich nichts anderes zur Verfügung habe, als den alten Rollkoffer von meiner Mutter, der sowieso hier, ja, gerade die Rollen und alles, das gibt eh alles den Geist auf, ist schon 10 Jahre alt, das Ding. Ja, werde ich jetzt hier die Stange rausbauen und die als neue Querstrebe benutzen und dann somit den Anhänger hier schienen sozusagen, ja, damit er wieder hebt. Ich habe ja ein bisschen Erfahrung, denn ja, das habe ich auf der Radtour ohne Geld durch Großbritannien damals in Irland auch gemacht. Nur damals, ja, mit Holz, mit einer Holzkonstruktion. Und ja, jetzt mal schauen, ich habe nicht mehr viel Kabelbinder. Also diesmal wird es auf jeden Fall auch wieder spannend werden, ob das hebt. Aber bisher habe ich es ja noch immer geschafft, nicht wahr? Tada, das Gestänge ist schon mal ausgebaut. Das muss jetzt nur noch leicht modifiziert werden. Ja, der Rocky, der macht sich unterdessen anderweitig zu schaffen. Hat schon wieder neue Freunde gefunden. Das geht echt immer schnell. Weiß gar nicht, wo die immer herkommen. Wie der das immer schafft. Kaum halten wir irgendwo an, gleich findet sich ein anderer Hund. So, hallo liebe Lebensrocker, hier sind wir wieder. Diesmal weg von der Donau. Rocky und ich radeln jetzt die Traun entlang. Gerade schon seinen guten Morgensprint gemacht, gell? Ja. So. Willst du noch was trinken, wenn du noch Durst hast? Und ich werde euch jetzt die Traun mal kurz zeigen. Da fließt sie. Wow, da ist auch ganz schön gut Wasser drin. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das Interessante, ja, es ist definitiv künstlich angelegt hier. Wie groß dieses Flussbett hier ist oder wie viel Wasser hier eigentlich aufgenommen werden kann. Also das ist definitiv wieder eine Hochwasserschutzgeschichte. Und ja, ganz da hinten ist eben noch ein Staudamm. Und ich denke, das hängt auch alles damit zusammen. Und vielleicht auch, wenn es irgendwie einen Rückstau gibt mit der Donau, dass sich das Wasser hier noch überall ausbreiten kann, bevor es die Städte überflutet, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall radeln wir jetzt eben die Traun entlang. Und ja, ein gutes Stück Richtung Salzburg. Dann kommt die Ager, glaube ich, heißt sie. Der nächste Fluss. Und dem werden wir dann folgen. Und mal schauen, wie weit der uns bringt. Ich glaube, da kommen noch einige Seen. Also es wird interessant. Und wenn ihr Bock habt, das alles live zu erleben, dann abonniert auf jeden Fall jetzt unseren Kanal. So, wir haben jetzt gerade den nächsten Staudamm passiert und ja, wie sieht der Radweg aus? Links Bäume und Büsche und rechts Bäume und Büsche und ihr seht das jetzt hier links, geht wieder der Deich richtig, richtig hoch und ich denke, das gleiche Spiel wiederholt sich jetzt wieder mit jedem Kilometer, den ich hier trepple. Desto höher kommt der Radweg und irgendwann sehe ich wahrscheinlich wieder links die Traun. Aber prinzipiell ist es hier am rechten Ufer stromaufwärts besser, weil am linken Ufer hat es nämlich eine stark befahrene Bundesstraße. Und ja, kaum war ich mal oben auf dem Deich, hätte man die gleich richtig, richtig gehört. Hier kommt mal wieder hin und wieder ein Maisfeld rechts. Und ja, ich bin gespannt, was da sonst noch so kommt jetzt. Vor allen Dingen, und da bin ich richtig drauf gespannt, mal wieder die Alpen zu sehen, denn oh, das ist schon richtig, richtig lange her. Ich glaube, es müssen jetzt 3 Jahre sein, das letzte Mal, als ich die Alpen gesehen habe, auf der Radtour ohne Geld durch Deutschland, 2017,
wo ich am Bodensee stand, und ich bin ja dann auch durchs Allgäu geradelt und habe sie da sehr viel gesehen, aber seitdem ist der Anblick dieser Berge für mich sehr, sehr selten geworden. Also freue ich mich schon richtig drauf. Ja, ein paar Kilometer weiter hier in der Nähe von Wels oder schon fast in Wels, da radel ich schon auf den Damm. Und hier links kann man wieder die Trauen sehen. Wir machen jetzt gerade Pause und was habe ich da entdeckt? Mein Rocky hat irgendwas mit seiner Pfote. Zeig mal die Pfote her. Ist ganz rot, muss ich mal schauen, desinfizieren und alles und gucken, ob da irgendwie was drin steckt. Geil, Rocky? Ja, ich habe einen Hundeschuh auf jeden Fall dabei. Hallo? Und feuchte Tücher, Desinfektionstücher, und damit sollte das irgendwie gehen. Und ja, wahrscheinlich fahre ich wieder etwas Taxi dann die nächsten Tage. Ja, ich habe das gerade angeschaut. Es sieht zum Glück alles halb so wild aus. Also es steckt auf jeden Fall nichts drin. Wahrscheinlich ist er einfach in einen Kieselstein reingelaufen oder so. Ich versuche ihn zwar, wann immer es geht, auf dem Gras laufen zu lassen. Und ich gucke die Pfoten auch jeden Tag an. Aber es kann natürlich trotzdem immer mal passieren. Und ja, wir werden dich einfach ein bisschen schonen, Rocky, und das ein bisschen im Auge behalten. Ich habe ihn jetzt zum Gassi gehen, werde ich ihm immer einen Hundeschuh anziehen. Und jetzt wird er erstmal ein bisschen Pause machen beim Fahrradziehen. Vielleicht auch die Distanz ein bisschen verringern und das jeden Tag im Auge behalten. Und dann wird es auf jeden Fall wieder. Oh, hier sind wir wieder an der wunderschönen Traun. Und ja, hier wird heute unser Nachtquartier sein. Ich baue hier gerade das Zelt auf, deswegen ist ein bisschen unaufgeräumt im Lebensrocker Outdoor Camp. Der Rocky nimmt gerade sein Abendmahl zu sich und ja, er macht einen total fitten Eindruck. Also man merkt, er läuft ganz normal mit seiner Pfote und alles. Wenn ich ihn ein paar Tage schone, dann wird es wieder. Es ist echt nichts Wildes und ich bin deswegen super froh. Und ja, hier lässt sich super aushalten. Ein paar Schmierenfinke waren natürlich auch mal wieder zugange hier. Keine Ahnung, was das ist. Lippenstift und so. Gibt halt immer überall ein paar Spezialisten. Aber ansonsten, davon lassen wir uns die gute Laune nicht nehmen. Und ja, hier ist ganz schön gut Wasser drin, oder? Das ist hier, soweit ich weiß, auch eine Badestelle. Also man hat mir gesagt, die Traun ist Trinkwasser. Also jetzt nicht vielleicht zum direkt draus trinken, aber ich denke mal, das wird gefiltert, bisschen aufbereitet. Und dann kann man das Flusswasser tatsächlich trinken, oder dann sprudelt das hier aus der Leitung. Ja, hier kann man baden, aber hat natürlich ganz schöne Strömung, wie man hier merkt. Also der Fluss führt gerade ziemlich viel Wasser und ja, wenn ich mich jetzt hier reinbegeben würde, wahrscheinlich würde ich dann schnurstracks wieder Richtung Donau treiben. Also ich glaube, mit Flüsse soll man nicht unterschätzen, ist schon ein bisschen Vorsicht geboten. Ja, und kaum bin ich jetzt 2 Minuten weg, dann guckt der Rocky schon wieder. Wo ist mein Herrchen? Wo geht er jetzt hin? Er wird mich doch nicht alleine lassen, gell, Rocky? Natürlich lasse ich dich nicht allein. Mensch, 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 das solltest du doch langsam wissen, solange wie wir miteinander auf Reise sind. Ja, da ist mein Solarpanel und ist ein bisschen leicht bewölkt heute. Aber wir können mal hier hinten drauf schauen, da ist die Anzeige 1,5 ja, Ampere kommen hier raus. Und das ist eine ganz gute Sache, also das Maximum sind 2,1 und hier ist jetzt eine Powerbank drin verbastelt. Insgesamt habe ich 3 Powerbanks mit 20.000 mAh und ja, damit kann ich alles, was ich so mit habe, ganz gut laden.
Schaut euch das an, hey, diese Aussicht, das ist boah, unglaublich. Ich weiß, ich verwende das Wort inflationär, aber ich glaube, es ist an der Stelle berechtigt. Also ich habe keine Ahnung, ob das jetzt schon die Alpen sind, ob man die echt schon von hier aus sehen kann. Aber wenn sie es sind, hey, mein Abenteurerherz schlägt höher, definitiv. Also wenn ich das sehe, Freiheit, Sonne, blauer Himmel, hey. Und die Berge im Hintergrund, da geht mir das Herz auf. Ja, das ist oh, so genial. Ich freue mich riesig, da jetzt reinzuradeln. Hey. Das wird ein mega Spaß. So, Rocky und ich sind jetzt an der Ager. Hier ist sie, tada. Und da drüben natürlich auch. Und ja, das heißt, wir sind kurz vorm Attensee. Die Ager entspringt nämlich den Attensee. Und ja, leider, leider Gottes, hier ist ja ziemlich alles verboten, was Spaß macht. Campen verboten, Lagerfeuer verboten, Hunde verboten. Und ja, glücklicherweise, ich habe vorhin ein paar Österreicher getroffen. Die waren so nett und haben mich darauf hingewiesen, ich habe das ja hier vorher noch gar nicht gesehen, dass das hier auch strikt ja, durchgesetzt wird. Und zwar auch monetär. Und das liegt leider nicht immer im Budget. Deswegen wird das ganz schön spannend heute, einen passenden Übernachtungsort zu finden, denn wir haben gerade ja, den 4. September. Das heißt, Rocky und ich, ja, wir sind etwas zu früh hier, mitten in der Hundeverbotszone und ja, das ist nicht so praktisch. Also los, lasst uns den Attensee anschauen und gucken, ob ich da noch was finde. Oh, da hinten kann man ihn schon sehen, den Attensee, etwas in der Ferne und ja, links und rechts. Die epischen Landerhebungen und Hügel, und hier sieht man auch, wenn man sich hier nicht an den Flüssen hält oder an den Seen, dann geht es direkt bergauf. Deswegen werde ich jetzt versuchen, so weit wie möglich genau das zu tun, an Flüssen und Seen zu bleiben und Richtung Salzburg zu radeln. Bergauf geht es trotzdem noch ein gutes Stück, aber jetzt mal schauen, wo wir heute übernachten können. So, Rocky und ich haben gestern was zum Zelten gefunden und sind jetzt tatsächlich am Attersee. Und ich sag mal so, ist wunderschön hier. Nur den Verkehr müsst ihr euch halt wegdenken. Aber das ist ja praktisch wie immer. An diese Rasenmähermotoren und alles im Hintergrund nicht immer wäre. Jetzt ist gerade mal still, jetzt wo ich das Video aufnehme. Aber sonst rauschen hier die Autos im Sekundentakt vorbei. Und ja. Ich radel hier auch auf dieser Straße. Man hat mir gesagt, die Uferseite, die linke Uferseite soll schöner sein. Auf der rechten ist, glaube ich, eher ein Radweg. Da muss man nicht auf der Straße radeln. Aber ja, jetzt ist das Kind schon im Brunnen gefallen. Jetzt müssen wir es durchziehen. Viel vom See sieht man hier gar nicht. Das ist tatsächlich eine der wenigen Stellen. Ja, jetzt hört man auch die Mopeds. Unglaublich viele Jugendliche hier mit Mopeds unterwegs, so Zweitakter, Rasenmähermotoren, ja, leicht duften. Und das meiste vom See ist aber hier definitiv zugebaut. Also man sieht nicht wirklich so arg viel davon. So, da ist mein Mr. Wolf, ne? Ja, gut geschlafen, ha? Ja. Uiuiuiui. Wie gefällt's dir am Attersee? Okay, ha? Ist das gut hier? Ist das schön? Schon, gell? Ja, ich finde, das ist richtig, richtig schön hier. Ist tatsächlich eine der wenigen Stellen, wo man hier mal direkt an den See rankommt. Und ja, ich denke, hier zu den Hochzeiten machen sich so viele Badegäste bequem mit der Liege. Da hört man es schon, ne? Also hier direkt dahinter die Hauptstraße. Da brettert halt der Verkehr den ganzen Tag vorbei. Wenn die Roller vorbeikommen, dann falle ich fast ins Koma. Also ich finde es höchste Zeit für E-Mobilität. Weil ja, allein die Abgase hier, das macht das alles zunichte, dieses Paradies. Das könnte wirklich so schön sein hier. Es könnte exorbitant episch schön sein.
Und am liebsten würden wir natürlich auch hier zelten, aber ja, hier ist eigentlich fast alles verboten, gell? Rocky zelten verboten, Hunde verboten, Lagerfeuer verboten, alles verboten. Ja. Rocky, ja? Schön strecken. Ja, schnüffeln. Ah, spielen. Spielen, hä? Ja, muss gespielt werden, oder wie? So muss gespielt werden jetzt. Oh. Ja. Oh, und putzen. Putzen, hä? Du bist einer. Bist einer wie keiner, hä? Wie ich gerade gesehen habe, fährt hier auch ein Schiff, Attersee-Schifffahrt. Der Haken ist, das kommt erst in 2 Stunden wieder. Ja, ansonsten kann man nämlich für 20 Euro bis, glaube ich, 13. September fährt das Schiff hier einmal den halben See rum. Es werden 2 so Kreise abgefahren und ja, ey, ich hätte das sofort gemacht, auf jeden Fall, bloß um dem Verkehrslärm zu entkommen. Aber das jetzt erst in 2 Stunden fährt, das ist ja dann auch irgendwie für die Katz. Jetzt muss ich halt den Rest hier noch voll durchziehen. Ich denke, also ich empfehle es jedem, der hier ist, am besten aufs Radeln zu verzichten und gleich irgendwie das Schiff zu nehmen. Weil das ist schöner und stiller und besinnlicher und ja, für Naturliebhaber denke ich das Richtige. Also wieder ab in den Sattel. So, Rocky und ich haben eine regnerische Nacht hinter uns und sind jetzt am Mondsee und ja, ich radel hier extra die linke Uferseite lang, denn die große Hauptstraße, die ist auf der rechten Uferseite. Ich muss offen gestehen, hier ist es angenehm ruhig. Verglichen zu gestern ist hier echt nichts los. Ach, so ist das, wie ich es mir wünsche. Das ist genau das für die Naturfans. Nichts los, hey, kein Auto, fast gar nichts, frische Luft. Vielleicht muss man einfach auf Regentage warten. Es ist heute Sonntag, also immer noch Wochenende. Aber ich schätze wirklich, wenn man Montagmorgen fern der Hauptsaison hier ist, dann hat man das wahrscheinlich alles für sich. Ich glaube, ich schaue mir das mal näher an hier. Zack, wow. Ja, richtig, richtig cool. Ja, da hinten hört man auch schon die Autos. Da geht der normale Radweg lang, aber ich hab's lieber ruhig. Wow, ist echt warm das Wasser. Und ich kann mal ein Bad gebrauchen, also ich werde da jetzt auf jeden Fall reingehen. Halleluja, da will ich nicht drüber, wenn es nicht unbedingt sein muss. Ja, man sieht hier echt, wie diese Seen zwischen den Felsen liegen. Es kommt auch noch ein Tunnel. Mal gucken, für die Radfahrer geht es meistens rechts vorbei. Schauen wir mal, es gibt eine Fußgängerampel, also ist der Tunnel wahrscheinlich auch für Fußgänger. Mal gucken. Ne, der geht, so wie es aussieht, geht er tatsächlich rechts vorbei, der Radweg. Er ist mir natürlich recht, aber das kenne ich noch von Norwegen, hey. Ich bin echt gespannt, ob ich auch noch durch den einen oder anderen Tunnel muss in den nächsten Tagen. Wer weiß. Ah, okay, ein Fahrradtunnel. Achtung, Steinschlag. Okay, klingt gut. Ist das jetzt bloß zum Schutz vom Steinschlag, der Tunnel? Keine Ahnung. Spannend, spannend. Ich glaube, in Norwegen bin ich einmal durch so einen seitlichen Tunnel geradelt. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass ich hier an der linken Uferseite überhaupt irgendwie was Radwegähnliches finde. Aber siehe da, haben die doch ganz gut gelöst und ich bin froh und dankbar drum. Auch wenn das natürlich nicht so ganz natürlich aussieht, aber zumindest bin ich hier sicher und krieg nichts auf den Kopf. Jetzt mal schauen, wie lange das hier geht.
Aber hier steht es noch mal deutlich da. Jetzt geht es doch noch durch den Tunnel. Juhu, das ist ja wie in Norwegen. Haha, Wahnsinn. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Abenteuer, das ist ein sehr kurzer. Ha? Da hinten hört es, glaube ich, auf. Oder geht es dann noch mal wo durch? Aber auf jeden Fall steht es ja überall dran. Lebensgefahr im Freigelände wegen dem Steinschlag. Sogar ein kleines Fenster gibt es. Das ist wahrscheinlich die Lüftung. Aber der zieht sich ja auch ganz schön hier. Das geht hier einige Kilometer lang. Juhu! Rocky ist wieder fit, aber sowas von. Wahnsinn, Wahnsinn. Schaut euch den Hund an. Oh, Rocky und ich haben die ersten epischen Höhenmeter hinter uns. Da hinten sieht man ein bisschen die Aussicht. Man kann es erahnen, es ist ein wenig bewölkt heute. Und ein wenig regnen tut es auch. Aber genau die richtige Temperatur für Rocky. Und ja, ich glaube, man kann es erahnen, wie weit wir hier oben sind. Ich glaube so um die 700 Höhenmeter. Und der Rocky hat so klasse mitgemacht. So klasse mitgemacht. Ja. Also das war der Wahnsinn, hey. Das war heute richtige Teamarbeit. Das ging wirklich schnurstracks. Das kenne ich gar nicht mehr, so schnell wie wir hier oben waren heute. Ja, da hätten wir sonst richtig zu kämpfen gehabt. Aber dadurch, dass der Rocky gut erholt war und dadurch, dass ich schon ja über 2 Monate on Tour bin, ja, hatten wir beide eine gute Grundkondition, um das hier gemeinsam zu rocken. Und ja, ich hoffe, jetzt können wir es rollen lassen, ha, Rocky? Was meinst du? Herrlich, herrlich. Es ist kalt, wir haben um die 13 Grad. Und ich fahre in Sandalen. Ich habe immer noch keine gescheiten Schuhe. Ich muss mir heute dringend mal Jogging-Schuhe besorgen. Es war ja jetzt auch Wochenende und so. Und ich fahre hier mitten durch die Prärie. Was für eine Gaudi. Langsam wird es Zeit, ein Nachtquartier zu finden und vor allen Dingen, wie jede Nacht, die Wasservorräte aufzustocken. Und ich habe da hinten schon was entdeckt. Wow, hier gibt es echt noch Natur pur. Das, was man sonst vermisst, gibt es hier noch. Hey, das ist richtig cool. Wow, schaut euch das an. Hey. So ein Wasserfall. Legendär. Das ist eine richtige Badewanne hier. Aber es ist bestimmt auch richtig, richtig kalt wahrscheinlich. Muss mal die Hand reinhalten. Ja, doch. Das ist definitiv kalt. Ist ja auch klar, wenn es frisch aus der Quelle kommt, dann ist es immer kalt. Nur die Seen sind meistens warm, wenn den ganzen Tag die Sonne drauf scheint. Oh, unser Schlafplatz ist jetzt eingerichtet und ich bin super froh, denn ja, mein Fahrrad hat gerade noch kein Licht und deswegen, ja, bei dem Wetter hier und jetzt ist eh Abend schon, da brauche ich nicht mehr fahren, weil das sieht uns niemand mehr mit dem Fahrrad. Gut, ein bisschen sieht man es schon, aber so ganz geheuer ist mir das nicht. Und da hinten hat sich schon mein allerbestes Teammitglied und mein bester Freund, ja, häuslich eingerichtet. Ha? Okay, was hast du da wieder Feines? Hat er ein bisschen was zum Naschen bekommen, weil er heute so toll mitgeholfen hat. Ja, ist jetzt auch ganz beschäftigt. Er hat gerade keine Zeit für mich, gell? Aber er hat sich ja heute schon richtig viel Zeit genommen für mich und eifrig mitgeholfen. Und ist einfach ein tolles Tier. Ist eine großartige Freundschaft bei uns beiden. Nachts schlafen wir im Zelt Rücken an Rücken ein. Und morgens wache ich neben ihm auf und freue mich des Lebens. Es ist einfach so schön, meinen Rocky bei mir zu haben.
Ja, eine überaus spannende Frage ist noch offen. Schaffen Rocky und ich es gemeinsam über die Alpen? Das siehst du im nächsten Video. Wenn du unseren Kanal noch nicht abonniert hast, dann mach es jetzt, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und hier geht's gleich weiter zum nächsten Video.